Hallo meine lieben Freunde und willkommen zum vorletzten Video der Maybe Perfect Videoreihe. Morgen ist mein Geburtstag und ich werde 21 Jahre alt. Demnach ist heute mein letzter Tag als 20-Jährige. Und deshalb dachte ich mir, ich erzähle euch heute mal 20 Geheimnisse über mich, die ihr wahrscheinlich noch nicht wusstet oder eben einfach Facts. Ich bin super gespannt, welchen Fact ihr am besten, lustigsten oder komischsten fandet. Schreibt es mal in die Kommentare. Und dann legen wir los. Viel Spaß. Auf meinem linken Arm habe ich drei Muttermale, die, wenn man sie verbindet, wie ein L aussehen und auf den linken Arm hindeutet, weil blond. Nein, keine Ahnung. Ich weiß nicht, warum das ein L ist. Total komisch. Ich habe mit circa 1,5 Jahren bereits meinen Papa dazu gezwungen, mir die Fußnägel zu lackieren. Und er hat dann Gummibärchen genommen und hat die so zum Spreizen der Zehen zwischen die Zehen geklemmt. So sehr kreativ auf jeden Fall. Ich glaube, das weiß so ziemlich keiner. Denn ich hatte mir mal noch 2 Jahre oder so, bevor ich das erste YouTube-Video auf diesem Kanal hochgeladen habe, einen anderen Kanal erstellt und der heißt Colorado Sunrise. Und auf dem wollte ich auch schon Beauty-Videos hochladen. Ich hatte so voll die krasse Nagelphase und habe so ganz fancy Designs auf meinen Nägeln gehabt. Das mache ich heute nie, gar nichts. Jedenfalls habe ich das erste Video sogar schon gedreht und geschnitten gehabt, habe es aber aus irgendeinem Grund niemals hochgeladen. Da muss ich dann so 13, 14 gewesen sein. Krass. Ich habe früher immer mit meiner Familie Restaurant gespielt. Für die war das natürlich super, weil ich immer gesagt habe, yo Leute, ich koche. Und ich hatte sogar eine eigene Speisekarte. Die habe ich neulich erst gefunden, deswegen habe ich die. Ich glaube, die hat irgendwer aus meiner Familie mal auf dem Sperrmüll gefunden. Und dann hat mein Bruder mir so voll die süßen Rezepte ausgedruckt. Oder Salate ist dann Tomatensalat. Oder Suppe ist Kräutersuppe. Oder warme Speisen. Und mein Bruder war so nicht Platz mehr ausgedruckt. Demnach habe ich früher immer Don Carlo gespielt. Ich war auf Hochzeiten, Geburtstagen und anderen Familienfeierlichkeiten immer die, die irgendwelche Tänze aufgeführt hat. Bei den letzten Feiern habe ich dann immer meine Cousinen gezwungen, mit mir mitzutanzen. Wenn ich zu Hause getanzt habe, dann habe ich manchmal meine Eltern gezwungen, so eine riesig fette Taschenlampe zu nehmen und die wie so ein Scheinwerfer auf mich zu richten, damit ich im Spotlight stehe. Voll die Choreografien habe ich abgeliefert, Leute, ich sag's euch. Den Fact könntet ihr vielleicht sogar wissen und das ist auch ein bisschen offensichtlich, denn ich liebe Minions. Es sind einfach die coolsten kleinen Wesen und ich wünschte, ich hätte Minions in meinem Leben, wenn es sie geben würde. Oh, mein Leben wäre einfach sehr viel chaotischer, aber auch sehr viel lustiger. Also, ich liebe sie. Früher wollte ich Zahnarzt werden. Oder Pferdepolizist oder Autor. Ich habe mal einen Weihnachtsbaum gewonnen. Es war nämlich ein Gewinnspiel von einer lokalen Zeitung und ich habe dort eine Weihnachtsgeschichte hingeschickt, die ich geschrieben habe. Und ich habe den 2. Platz belegt und bekam einen teuren Weihnachtsbaum mit teurem Schmuck und eine Geschichte und mein Bild war dann in der Zeitung. Ich hasse den Geruch von frittiertem Essen. Ich habe mal Langosch gegessen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich glaube, das ist Ungarisch. Gibt es bei uns jedenfalls immer auf Weihnachtsmärkten und sowas. Und ich habe das einmal gegessen und das ist so frittierter Teig mit so Flammkuchenzeugs obendrauf. Ich habe fast gekotzt davon und seitdem kann ich Frittiertes nicht mehr riechen. Seit circa 2 Jahren, was ungefähr der Zeitraum ist, seitdem ich in Amerika war, bin ich mega nah am Wasser gebaut. Das war zum Beispiel neulich auf der Glow so, dass eine Zuschauerin zu mir kam, die guckt mich auch schon 4 Jahre und war super süß und hat sich voll gefreut. Wir haben Hallo gesagt, kurz geredet und irgendwann fing sie an zu weinen. Und voller Empathie habe ich einfach mitgeweint. Einfach so mitten im Meet and Greet und ich musste mich erstmal fangen. Das war so, keine Ahnung, ich irgendwie, I don't know. Manchmal habe ich das Gefühl, übermenschliche Reflexe zu haben. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, dass ihr euch dann fühlt, als wärt ihr Superwoman oder so. Wenn mir zum Beispiel irgendwas runterfällt und dann fange ich das meistens noch irgendwie mit dem Fuß oder zumindest schwäche ich diesen Fall ab. Und das habe ich schon ganz oft gemacht, auch bei Gläsern und so. Das heißt, ich fange die dann und dann fallen die nur noch so ein Stück runter. Oder ich fange die Sachen direkt und zwar so hinterm Rücken. Das ist so richtig crazy. Habt ihr so Momente auch, wo ihr denkt, warum habe ich das jetzt gerade gefangen? Ich hatte mit 16 einen 10 cm großen Tumor im Bauch. Hört sich jetzt ein bisschen dramatisch an. Der war zum Glück gutartig und eben eine Zyste und die konnte ohne Probleme entfernt werden. Trotzdem war diese ganze Sache super scary und ich habe in der genau gleichen Woche die Weisheitszähne alle entfernt bekommen. Das heißt, ich bin mit solchen Bocken ins Krankenhaus eingeliefert worden. Dann hatte ich eine Not-OP und ja,
ein kleiner Stress. Ich wollte schon immer ein Smart-Auto fahren. Ich habe sogar, das habe ich heute noch gefunden, mein altes Spielzeugauto. Das wurde mir damals geschenkt, weil alle wussten, dass ich Smarts cool finde. Und jetzt dürfen meine Neffen mitspielen. In Amerika habe ich mit Freundinnen manchmal zum Spaß getindert. Wir haben uns einfach zusammengesetzt und haben so geguckt, was es so für Typen in der Gegend gibt. Einfach nur zum Witz. Und dann habe ich ja diesen Typ gefunden und der war total nett und wir haben ein bisschen geschrieben und so. Und dann hat er mich einfach versetzt. Und das Krasse ist, im Nachhinein habe ich herausgefunden, dass das einfach ein YouTuber war. Er wusste, dass ich Videos mache. Ich habe ihm alles erzählt. Er war auch selbst YouTuber, hat aktuell 850.000 Abonnenten. Und ich habe vorhin erst gestalkt und herausgefunden, dass er inzwischen verlobt ist. Und ich dachte mir so, Arsch. Manchmal bin ich so socially awkward, dass ich gerne alleine wäre, wenn ich gerade unter Leuten bin. Und wenn ich alleine bin, dann wünsche ich mir, dass ich gerade Leute um mich rum hätte. So richtig doof. Mit ein paar Freundinnen zusammen haben wir uns früher Brautkleider ausgeliehen und haben dann immer eine Brautmodenschau veranstaltet mit 8 Jahren oder so. Ich trinke nur und ausschließlich kaltes und sprudeliges Wasser. Ich liebe es, ich könnte das trinken wie Cola, es ist einfach nur geil. Demnach fällt mir Trinken auch nicht so schwer, weil ich einfach das Wasser liebe. Auch in Amerika konnte ich mich nicht an das stille Wasser gewöhnen und haben mir dann immer meine Sixer-Packs mit Sprudelwasser gekauft, die ja dort viel teurer sind. Ja, bin ein bisschen eigenartig. Aus irgendeinem Grund ekelt es mich total an, wenn ich selbst Fleisch zubereiten muss, also selbst koche. Können ja die ganzen Vegetarier ganz kurz weghören. Also ich esse es total gerne, wenn es jemand anderes macht, aber ich selbst möchte es eigentlich irgendwie nicht zubereiten. Das Einzige, was geht, ist so tiefgefrorenes, hähnchengeschnetzeltes oder so. Aber das war's dann auch schon. Und zu guter Letzt, obwohl ich fast 21 bin, prügle ich mich immer noch gerne mit meinem nächstgroßen Bruder Johannes. Oder wir ärgern uns oder ja, manchmal muss man ja einfach knechten. Muss einfach. Macht ihr das auch mit euren Geschwistern, egal wie alt ihr seid? Schreibt es mal in die Kommentare. Wie immer bin ich super gespannt, wie euch dieses Video gefallen hat. Welcher Fact hat euch geschockt? Let me know. Und dann könnt ihr euch noch hier ein anderes Video von Baby Perfect angucken und die ganze Playlist. Und hier könnt ihr mich abonnieren, denn übermorgen kommt, wie gesagt, das letzte Baby Perfect Video. Puh, das ging irgendwie ganz schön schnell rum, oder? Bin das nur ich? Ich weiß nicht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis dann. Tschüss.